würde mir fünf Sachen wünschen. Einen engen Link zum Klima-Paris-Ziel mit einer Prozentangabe von Einsparungen. Einen engen Link zu dem, obwohl es momentan noch schwierig möglich ist, zur Farm-to-Fork-Strategie und zum Green Deal. Ich würde mir wünschen, dass mein Änderungsantrag, dass es überhaupt eine rote Konditionalität gibt, also die Verpflichtung, mit den Mitarbeitern anständig umzugehen, dass diese rote Konditionalität das ganze System übersteht und bis zum Schluss mit drin ist. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die globale Verantwortung auch gesehen wird. Alle sprechen von Fluchtursachenbekämpfung. Fluchtursachenbekämpfung beginnt auch im Agrar. Ausschuss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es wichtig, dass wir etwas bekommen, das handelbar ist. Das handelbar ist, das nicht nur eine Dokumentationspflicht erzeugt, sondern das handelbar ist und das den Umstieg von den momentanen Flächenzahlungen in die öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen Variante macht, den ersten Schritt. Und ich hoffe, dass wir 2027 dann aus den Flächenzahlungen komplett aussteigen.